Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion zwischen Mond und Uranus im Stier, im 12. Haus. Also eine sehr schwierige Besetzung, also schwer auch zu interpretieren. Auf 14 Grad 33 auf Jungfrau Graden. Ja? Ganz so, als wollte uns da diese Konjunktion etwas über die Gesundheitsachse aussagen, weil 1433, wie gesagt, Jungfrau gerade, hier geht es um das 6. Haus und in den Fischen, naja, da haben wir halt Betrug im Zusammenhang mit dem 6. Haus, eine Art Betrug in der Heilungsbranche. Kann denn das möglich sein? Nein, das sind doch alles nur bösartige Verschwörungstheorien, es wurde immer nur das Beste. Also man hat wirklich nur für die Produzenten das Beste gemacht. Also gestern habe ich ein sehr spannendes Video gefunden, und zwar lautet das: Kein Calcium für die Knochen. Professor Dr. Hecht, übrigens ein 97-jähriger Jüngling, sehr klar bei Verstand, hat hier sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass Calcium so ziemlich das Schlechteste für die Knochen und Gelenke ist. Also wenn man sozusagen Calcium verordnet bekommt, dann sollte man sozusagen diesen Verordner möglicherweise besser nie wieder aufsuchen, außer als Freund vielleicht, wenn es ein netter Mensch ist. Aber wer so etwas empfiehlt, zeigt nur, dass er einer Lobby aufgesessen ist, der Calcium-Lobby. Wir erinnern uns alle noch an die Cholesterin-Lobby. Ja, ja, damals in den 70er, 80er, 90er Jahren hatten wir die große Cholesterin-Hysterie. Ja, Gott, das war furchtbar, Cholesterin. Heute wissen wir, es war eine clevere Verdummungsaktion. Denn wer auf Cholesterin verzichtet hat, der hat einen Myelinmangel gehabt. Und das braucht man fürs Gehirn. Aber wie gesagt, wie erschafft man Dumme? Naja, ganz einfach. Also hier haben wir verschiedene Strategien. Mittlerweile wurde das alles durch Mikrowellen bereits übertrumpft. Damals war man eben noch auf einfache chemische Reaktionen angewiesen. Hier schreibt der Begleittext: Silizium ist das wichtigste Mineral bei der Entstehung des Lebens auf unserem Planeten, doch wir reden immer nur von Calcium. Dabei ist längst bekannt, dass eine gute Knochengesundheit keinesfalls mit Calcium im Zusammenhang steht, sondern mit Silizium. Wir erinnern uns an die Versuche eines Dr. Kervran, der über die Elemente-Transmutation schon in den 60er Jahren draufgekommen ist, dass über Silizium und Magnesium wird Calcium hergestellt. Ja, das erzeugt der Körper selbst. Und naja, also das heißt, ich habe es um 12,20 Euro gefunden. Ja. 12,20 Euro. Wie ich dann die Apotheke angeklickt habe, war es auf einmal 15,49 Euro. Aber wenn man es über hier bestellt, ja, ich kriege keine Provision, keine Sorge, wenn man es über hier bestellt, also hier kostet interessanterweise schon mal 12,20 Euro, das siehst du. Und jetzt gehe ich einmal hier auf günstig bestellen. Und hier steht es um 15,49 €, dasselbe Produkt. Also das heißt, man muss es ja nicht, man kann es ja auch über das Angebot bestellen. Ich wollte nur sagen, warum in Gelform ist das Siliziumdioxid sehr, sehr bioverfügbar, weil es extrem klein ist und von den Darmwänden leichter aufgenommen wird. Naja, warum soll man, Heilerde ist auch gut, aber da ist eben die Bioverfügbarkeit, also das heißt die Resorptionsfähigkeit des Körpers nicht so stark, und ich habe jetzt halt in den letzten Tagen verstärkt mit Braunhirse-Mehl gearbeitet. Ja, ich werde heute wieder ein paar Kekschen backen. Ja, 15 Minuten, das geht so schnell. Der Teig hinten, der rastet bereits. Also der, ja, das wären Beamtenkekse. Also das heißt, es wird hier wieder ein großartiges Fest für meine Knorpeln, Gelenke und Knochen. Ja, großartige Sache. Wirbelsäule freut sich schon drauf. Wir freuen uns jetzt auf die neue Zahlenreihe. Das ist der, naja, der 12.02.2022, ganz interessante Zahlen, gell? Sehr spannend, sehr spannend. Na, schauen wir es uns einmal an, ja? Weil 2. steht für mich für April, weil ich gehe den März rechne ich mit der Nummer 1. Ah ja, die Zahlen. 12, 14, doppelte 16, 18, 20, daraus resultierend die 2 oder auch
2 genannt. Die 12 hatten wir vorhin schon, brauche ich jetzt nicht viel erwähnen, über Lasten und Bürden zu sich finden, die Welt steht Kopf. Die 14 an zweiter Stelle, die zeigt uns, dass diese Zeit voller Entbehrungen, voller, naja, Bescheidenheit sein wird, aber auch, dass wir, naja, wie sagt man, kürzer treten. Es ist einfach, ich meine, Bescheidenheit ist ja keine schlechte Zahl, also die 14, die Mäßigkeit, ja, damit kann man ja an sich ganz gut leben und es ist auch eine fleißige Zahl, ja. Immerhin ist es ja die doppelte 7. Und hier haben wir die 16. Interessant, dass die neue und die alte Zahlenreihe auf den Zusammenbruch hinweisen. Die, wie sagt man, die alte Zahlenreihe hat uns die 1 und die 10 gezeigt. Und die neue Zahlenreihe weist auf die 16, Zusammenbruch, und die 20, ja, das Gericht. Aber zuerst haben wir noch dazwischen die 18, so ganz nebenbei. Und die 18 ist für mich der Grund, warum ich die neue Zahlenreihe bevorzuge. Ja. Ich gebe ihr deswegen den Vorzug, weil wir, bitte schau dir das an, das ist ja eine unvorstellbar starke Besetzung. 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 12. Haus und Neptun, auch wenn er noch im 11. Haus steht, gilt er über die 3-Grad-Regel auch für das 12. Haus. Also das heißt, wir haben dann insgesamt mit Neptun jetzt gerechnet 6 Planeten, aber tatsächlich sind 5 Planeten im 12. Haus. Naja, das ist schon mal gewaltig. Also das heißt, die 18 passt hier ganz genau hinein. Die passt hier super, super stark hinein und das bedeutet, naja, Täuschung, Betrug, Lüge, aber auch das Aufdecken der Lüge. Und vielleicht ist das eben der Paradigmenwechsel. Ja? Vielleicht bringt eben das hier die 20. Die 20, das Gericht, wo sozusagen die Toten auferstehen. Naja, ich meine, ich werde jetzt mit Silizium, mit Kieselsäure auch auferstehen. Also ich hoffe da, ich habe jetzt eine sehr, sehr große Hoffnung, dass ich, na, Marathon werde ich nicht mehr laufen, aber dass es dann den Gelenken wieder besser geht. Also da habe ich jetzt doch große Hoffnung. Und wir sehen auch, diese Zahlenreihe bringt uns Neptun als letzte Zahl. Naja, und Neptun hat ja hier eine überragende Bedeutung. Ja? Also das heißt, noch einmal eine Bestätigung meines Erachtens, dass die neue Zahlenreihe in diesem Fall für morgen besser ist. Ja? Hier soll kosmisch-göttliches auf Erden wirken und das ist gut so. Jetzt haben wir genug geplaudert, schauen wir einmal nur das Horoskop auf die Schnelle an. Wir haben alle Faktoren über der Aszendentenachse bis auf Merkur, der ist zwar unterhalb des Aszendenten, aber er zählt natürlich zum Aszendenten und ist dadurch auch der stärkste Planet, denn Pluto, der auch super stark gestellt ist am MC, ist sein Energielieferant. Wir wissen ja, die Energie fließt in der Astrologie immer vom langsameren zum schnelleren Planeten. Und übrigens ist Merkur in der Zwischenzeit auch in die Zwillinge übergegangen. Das Horoskop habe ich mir erspart, aber wir können 3 Worte darüber verlieren. Merkur kehrt in sein Domizil zurück, in sein extrovertiertes Domizil. Das heißt, er ist heiter, kommunikativ, sehr, wie sagt man, sehr angeregter Gedankenaustausch, also hier tut sich unglaublich viel und das ist auch irgendwie in Resonanz mit dem Aspekt Mond-Uranus. Uranus steht ja für die Erhöhung Merkurs. Also das heißt, hier haben wir auch einen starken Austausch, eine starke, wie sagt man, Teilung miteinander, ist ein blödes Wort, aber wie soll ich jetzt sagen, Mitteilung miteinander, ja, Mitteilungshefte haben wir in der Schule auch gehabt, wir haben Spitze 4. Haus im Krebs, das heißt der Hauptdarsteller des Aspekts ist der Mond, also die Mond als Herrscherin des 4. Hauses im 12. Haus, sehr gefühlvoll, sehr intuitiv, sehr sensibel gestellt, ja, sehr mystisch auch, und Uranus ist Herrscher des 11. Hauses, da haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Stromausfall wird es, glaube ich, jetzt in erster Linie nicht bedeuten, aber das könnte für Gruppierungen, Vereinigungen stehen. Wenn ich das einmal positiv deuten darf, dann wäre mein erster Verdacht wäre, Bevölkerung bildet Gruppen und sozusagen, also das sind so viele Einzelgänge, weil Mond-Uranus ist ja auch ein bisschen ein Einzelgänger-Aspekt und hier haben wir halt eben
Gruppen an Individuen, also an Individualisten, das ist wieder was anderes, an Individualisten, könnten sich hier still und heimlich, sozusagen still und heinrich, im 12. Haus bilden. Ja. Ja, ich weiß, das 12. Haus steht auch für Irrtum, für Betrug, aber man kann es auch für Heimlichkeit nehmen. Ja, Heimlichkeit ist auch das 8. Haus, aber hier eben ist es auch ein bisschen subversiv. Also hier tut sich dann schon in der Bevölkerung einiges. Natürlich hat der Mond, auch die Mond, eine andere Aussage, nämlich Herrscherin des 3. Hauses, interessanterweise auf Krebsgraden, 3. Haus. Auf Krebsgraden, das heißt Wirtschaft, Handel und Industrie, haben sehr stark eine Verbindung mit den Menschen. Wer hätte das gedacht? Wie komisch, gell? So sind die Tatsachen. Schauen wir weiter zum 3. Teil, vielleicht kommt dann da die große Erleuchtung. Ende.